25 Jahre Architekturinstitut, 10 Jahre davon mit Ihnen. Wie unterscheiden sich denn da die Feierlichkeiten? Ja, sehr, weil wir eigentlich als Team agieren. Das heißt, ich bin ja nur eine in diesem Team und der Verein, das sind über 400 Menschen an Organisationen und Unternehmen. Aber ich bin sehr glücklich und bin heute schon, ja, beglückwünscht worden, Blumen gekriegt. Also es ist ein schöner Tag für mich. Also die Wertschätzung ist da. Sie studieren Geschichte, Kunstgeschichte und auch Theologie an der Uni Innsbruck, lehrten dann selber an der Kunstuni Linz. Wieso folgte die Entscheidung für Vorarlberg dann? Es war eigentlich eine biografische Entscheidung. Also ich war zu dem Zeitpunkt bereits Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich habe dieses klassische Kulturprekariat zu dem Zeitpunkt erlebt. Also ich hatte Lehraufträge, die sind nicht sehr gut bezahlt. Ich war an mehreren Orten tätig und ich habe einfach eine Aufgabe gesucht, die mir selbstbestimmt große Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Und zu dem Zeitpunkt war dann diese Stelle ausgeschrieben. Ich habe mich beworben. Und bin sehr glücklich nach wie vor, dass ich das machen kann. Gab es vorher schon Anknüpfungspunkte mit Vorarlberg? Ja, sogar im gleichen Haus, lustigerweise, also im Stock drüber ist das Flatzmuseum, da habe ich mal eine Ausstellung kuratiert. Und natürlich ist Vorarlberg von Innsbruck aus gesehen nicht weit. Also ich habe regelmäßig die Ausstellung im Kunsthaus besucht, jede einzelne gesehen. Das war für mich schon immer wichtig und schön hier. Kunst, Kunsthaus, Kunst führt uns auch nach Venedig natürlich. Wir sehen hier den Österreich-Pavillon bei der Biennale. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Ja, das war 2018, eigentlich 2017 die Bestellung, 2018 dann das Projekt. Die Biennale gibt es über 100 Jahre. Die Kunstbiennale und die Architekturbiennale wechseln sich ab. Und ich durfte 2018 Kommissärin und Kuratorin des österreichischen Beitrags in Venedig sein. Das ist wirklich eine Weltbühne der Architektur. Ein ganz tolles Sammelsurium, unglaublich toll fürs Netzwerken und eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die mir viele Kontakte ermöglicht hat, aber ich bin auch ein Stück weit nochmal gewachsen, denn es ist ein sehr, sehr großes Projekt mit einer sehr großen Öffentlichkeit. Die tragen Sie dann hinaus in die Welt quasi. Vielleicht im Umkehrschluss, mit welchen Erwartungen sind Sie denn nach Vorarlberg gekommen? Beziehungsweise sind diese erfüllt worden oder eher nicht? Ja, die sind erfüllt worden und mehr. Also sie sind eigentlich übererfüllt, wenn man so will. Also ich bin ganz glücklich in diesen Tagen, wenn ich so ein bisschen auch zurückblicke. Das schönste Erlebnis ist für mich die Kollegialität und die Wertschätzung. Ich muss sagen, das gehört für mich in vergangenen 10 Jahren eigentlich zu den großen, schönen Erlebnissen, Erfolgserlebnissen vielleicht, wenn man auch so will, dass es uns gelungen ist, eine Diskursqualität herzustellen, eine Dialogkultur herzustellen, die sehr konkret in der Sache, aber immer sehr wertschätzend im Ton ist. Das ist mir explizit wichtig und ich glaube, das gelingt uns über weite Strecken sehr gut. Was schätzen Sie denn an der Vorarlberger Architektur? Ja, also ihren ökologischen Ursprung, das ist gerade in Zeiten wie diesen unglaublich gut zu wissen, dass Vorarlberg hier eine gute Startposition hat für die Bau- und Materialwende, die jetzt ansteht. Also das Genügsame, das Schauen auf das, was da ist, das Weiterbauen, das Maßhalten, das sind schon alles Qualitäten der Vorarlberger Baukultur, die sich aber natürlich in einem globalen Umfeld auch beweisen muss. Also weltweit sagt man, sind circa 5% des gebauten Architektur. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass 95% des gebauten keine Architektur im eigentlichen Sinne ist. Also Architektur hat schon was mit Anspruch zu tun, nicht nur mit Ästhetik, sondern ganz wesentlich mit Verantwortung, mit einer Haltung, dass man etwas Wertvolles hinzufügt, einem bestehenden Kontext, dem Dorf und der Stadt. Und ich würde sagen, das gelingt in Vorarlberg vielleicht ein Stück besser als in anderen Regionen wegen diesen zitierten Qualitäten. Aber es ist hier genauso prekär und schwierig wie überall sonst. Also die wirtschaftliche Lage ist auch hier angespannt. Auch hier gibt es Renditestreben, Übermäßiges. Auch hier gibt es eine Bauproduktion, die an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbeigeht und die eigentlich hauptsächlich einer politischen Ökonomie geschuldet ist. Und das zu benennen, ist unsere Aufgabe. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, auch die Branche sieht sich steigenden Baukosten, Teuerungen gegenüber. Wer kann es sich denn noch leisten zu bauen und vielleicht auch Architektur zu bauen? Ja, die Frage ist, was man baut. Also ich glaube, das Anspruchsdenken ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr
groß geworden, ein sehr hohes geworden. Das ist in vielen Bereichen richtig und wichtig, aber ich glaube, in gewisser Weise sind wir auch ein bisschen am Ziel vorbei. Also Architektur bedeutet nicht, dass ich ein Einfamilienhaus mit 200 Quadratmeter Wohnfläche bauen muss, sondern Architektur bedeutet Qualität. Mhm. Und Qualität hat auch etwas mit Lebensansprüchen zu tun, mit Biografien, die sich ja verändern. Also in unseren Lebensabschnitten und Lebensverhältnissen, in unseren Biografien verändert sich mitunter auch was. Und ich glaube, wir müssen diese fixen Bilder ein Stück weit aus dem Kopf bekommen und uns überlegen, was tut mir in einer Lebenssituation gut? Wir sind als Menschen mobil. Die Immobilie ist es nicht, darum heißt sie auch so. Also ich glaube, es ist ein Stück weit mehr Flexibilität und mehr Gemeinschaft gefragt, mehr Genügsamkeit auch wieder und gleichzeitig auch ein Stück weit mehr soziale Gerechtigkeit, zusammenrücken, Verantwortung übernehmen. Baukultur ist eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Man kann sehr viel über die Architektur und die Baukultur herauslesen, wie es einer Gesellschaft geht, was an Reichtum oder an Armut da war, was zur Verfügung stand und was jemandem wichtig war. Und ich glaube, das wird man in der Zukunft auch von uns mal sehr genau am baulichen Befund ablesen können. Jetzt sind wir in Vorarlberg auch einem weiteren Problem ausgeliefert. Also die Städte wachsen zusammen, der Boden wird knapper. Wie geht man damit um? Also wie geht die Architektur oder wie muss die Architektur damit umgehen, wenn der Raum kleiner wird? Ja, also es ist ein Thema nicht nur der Architektur, aber auch. Also zunächst einmal geht es hier um Raumplanung. Mhm. Und Raumplanung ist gemeinsame politische Verantwortung eines nicht vermehrbaren Gutes. Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Es ist das da, was da ist und damit muss man haushalten und gut umgehen als Gesellschaft. Das heißt, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, hier zu einer Übereinkunft, einer neuen zu kommen. Was sind die Zonen, die schützenswert sind? Landesgrünzone zum Beispiel. Hier geht es um ökologisches Gleichgewicht, um Ausgleichsflächen etc., um eine neue Form der verantwortlichen Landwirtschaft auch, um Versorgungssicherheit, um Biodiversität. Also es geht ja nicht nur um Grund und Boden, sondern es geht ja um die übergeordneten Ziele, für die der Grund und Boden dann wichtig ist. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch nochmal gut zu sehen, um wieder zur Architektur zurückzukommen, Qualität im Wohnen, Qualität in der Arbeit, Qualität im Handwerken, Qualität in der sozialen Infrastruktur. Da geht es nicht um Fläche, sondern es geht um Raum. Und dieser Raum, dem müssen wir uns wieder mehr widmen, weg von der verkaufbaren Fläche, von den Quadratmetern, hin zur Qualität des Raumes. Mhm. Sehen Sie auch die Aufgabe Ihres Instituts, den Finger da in die offene Wunde zu legen und vielleicht auch die Politik da darauf aufmerksam zu machen? Ja, also in die offene Wunde einen Finger reinlegen, klingt nicht sehr sanft. Also wir versuchen es ein bisschen diplomatischer. Wichtig ist uns eben Diskursqualität, Wissen zugänglich machen, nicht der erhobene Zeigefinger, sondern Lust machen auf Wissen, weg von der Meinung hin zum Wissen. Das ist so ein Grundsatz unserer Arbeit. Und das versuchen wir durch ganz viele Angebote zu machen, auch für Laien. Also das Architekturinstitut ist nicht nur für Architekten und Architektinnen da, wiewohl die bei uns natürlich sehr wohl sehr präsent sind, sondern für alle Menschen, die sich interessieren für Baukultur. Und das gehört zu den schönsten Erfahrungen dieser 10 Jahre. Das sind in Vorarlberg sehr, sehr viele. Mhm. Wissen, da kann Vorarlberg, denke ich, gerade in Sachen Holzbauarchitektur mit großem Wissen aufwarten und weltweit da eine Führungsrolle einnehmen. Wie wichtig ist dieser Werkstoff für die Zukunft, auch angesichts dessen, dass dieser Werkstoff bei uns ja in Hülle und Fülle vorhanden wäre? Ja, so ist es. Also Vorarlberg hat hier eine ungebrochene Tradition und das ist auch die große Unterscheidung zu anderen europäischen oder Regionen weltweit, nämlich dass es hier keine Unterbrechung in der Weitergabe dieses Wissens gab. Das merkt man auch in der Handwerkskultur, in den vielen Familienbetrieben. Also das ist ein jahrhundertelang gereiftes Wissen, das sehr nahe am Werkstoff ist. Also die Qualität der Verarbeitung, die liegt in der Liebe zum Holz und in der Liebe zum Baum und in der Liebe zur Natur. Und wer die Natur liebt, der will ihr etwas Gutes tun. Wir müssen weg von der Klimaneutralität hin zur Klimapositivität. Mhm. Das heißt, es geht darum, etwas Gutes fürs Klima zu tun und sich verantwortlich zu zeigen. Mit Holz zu bauen ist eine richtig gute Idee, aber nicht nur mit Holz, sondern auch mit anderen ökologischen Baustoffen. Und einer der wichtigsten ökologischen Baustoffe, das ist die Erde, das ist der Lehm. Und ich würde sagen, wir haben mit Martin Rauch hier einen europäischen Lehmbaupionier, das wissen ganz viele nicht,
der macht gerade weltweit ordentlich Furore, mhm, und da darf man sich noch richtig viel erwarten. Also der Innovationsschub in der Vorfertigung und Produktion von Holz im Bau, der war riesig, und mit Martin Rauch wird der im Leben nicht kleiner sein. Mhm. Dann kann der Vorarlberger weiter schaffen und Hüsle bauen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für den Besuch bei uns im Studio, möchte Ihnen ebenfalls gratulieren. Danke. Und hoffe auf viele weitere erfolgreiche Jahre im VAI. Dankeschön.